wandern. Wir sind auf dem Weg nach Sulzfeld zum Weingut Pfefferle. Die haben heute Besen, da treffen wir uns mit Freunden und wandern eine kleine Runde, 12,5 Kilometer, nichts Großes, schauen uns die Burg Ravensburg an und werden anschließend im Weingut essen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und bis gleich. Und da sind wir wieder auf der Strecke. Wir haben die Wanderung am Tag vor dem 1. Mai gemacht und ja, ihr seht schon, ich war mal wieder viel zu spät dran, das Video zu schneiden. Hier seht ihr auch einmal die Burg oben links, auf die wir hochwandern wollten. Hochwandern ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber gut. Hier seht ihr einmal die Route eingeblendet, aus meinem Komoot-Profil rausgescreenshottet. Ihr seht, es wurden 15,4 Kilometer. Wir haben sie dann spontan nochmal verlängert, weil unser Tisch, den wir reserviert haben, erst ein bisschen später war und wir dann gesehen haben, dass wir noch einiges an Zeit haben, bis wir dann tatsächlich zum Essen gehen konnten. Und wer erkennt, was wir hier filmen? Genau hinschauen, jetzt unten links. Genau, eine kleine Eidechse. Die Strecke ging eigentlich die meiste Zeit durch den Wald und hatte immer wieder so kleinere Stationen. Hier war zum Beispiel so ein überdimensionales Schachbrett. Ich hätte es euch gern genauer abgefilmt, aber da waren zu viele Leute und ich möchte ja auch nicht die ganze Zeit ärgern, indem ich da irgendwie filme. Unabhängig davon, mir ist es tatsächlich unangenehm, wenn ich filme und die Leute das sehen. Wie ist es bei euch so? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Da seht ihr einmal, was für Wetter wir hatten. Es war bewölkt, aber trotzdem ja, hell und freundlich. War tatsächlich sehr schönes Wetter. So, während ihr jetzt hier mir zuschaut, wie ich vorne weglaufe, möchte ich mal kurz über diesen Trinkrucksack reden, den ich da auf habe. Die haben wir neu angeschafft. Wir haben die meiste Zeit eigentlich Wanderrucksäcke auf und hatten uns dann überlegt, dass wir für kleinere Wanderungen nur noch Trinkrucksäcke mitnehmen, weil unabhängig davon, dass ich den total schief aufhab, war ich eigentlich ganz zufrieden mit dem. Es ist ein komisches Gefühl, wenn man keinen Hüftgurt mehr hat tatsächlich. Was benutzt ihr so auf euren kurzen Strecken? Hier seht ihr auch unsere Wanderbegleitung nochmal. Ich bin sehr froh, dass ihr beide wieder mit dabei wart. Und ihr kennt die beiden schon von einer der Neckarsteigetappen. Und ja, ich schaue hier, als hätte ich noch nie in meinem Leben eine Schutzhütte im Wald gesehen. Aber gut, die war leider ein bisschen verdreckt drin. Finde ich ein bisschen schade. Leute, nehmt euren Müll wieder mit, wenn ihr irgendwo seid. Wenn ihr euch fragt, was wir da machen, da hat ein Specht ganz laut geklopft und den habe ich eigentlich gesucht. Zwischendrin haben wir uns dann mal Gedanken gemacht, dass das wahrscheinlich richtig bescheuert aussieht, wenn wir da die ganze Zeit so nach oben gucken. Aber gut. So, Frage an euch. Hier gibt es diesen Wanderweg mit dem roten Kreuz. Ein rotes Kreuz auf weißem Hintergrund. Meines Wissens nach darf man das nicht einfach so verwenden, sondern ist dem roten Kreuz vorbehalten. Wisst ihr da mehr? Wir sind dann hier an diesem Turnerdenkmal vorbeigekommen. Und Matze hat euch dann auch mal die Aufschrift gefilmt.
Wenn ich euch jetzt erzählen soll, was das ist, ich weiß es nicht. Wasserbehälter. Okay, es war ein Wasserbehälter. Meiner Meinung nach von der Front her etwas übertrieben, aber ein sehr hübscher Wasserbehälter. Und dann kommen wir auch schon zum Höhepunkt unserer Wanderung, und zwar die Ravensburg. Die Ravensburg ist tatsächlich sehr gut erhalten. Nichtsdestotrotz sieht man noch einige Spuren eines Großbrandes, der infolge eines Aufstands bzw. eines Krieges zwischen Bund und Kaiser 1546 herrschte. Nachdem wurde quasi nach der Besetzung der Burg die Burg geplündert, verwüstet, und es gab dann tatsächlich auch einen Großbrand, und die Spuren sieht man auch heute noch in der Burg. Wir sind dann wieder abgestiegen und haben uns auf dem Weg zum Weingut gemacht. Dazu vielleicht eine Geschichte. Wir sind da tatsächlich regelmäßig im Weingut Pfefferle. Es ist absolut zu empfehlen. Ihr werdet gleich dann auch noch die Videos sehen, was wir da gegessen haben. Jedes Mal, wenn die Besen haben oder Hoffest heißt es, glaube ich, sind wir da, essen da gut, zu zweit meistens, und nehmen dann noch einen Karton von meinem Lieblingswein mit. Der ist absolut zu empfehlen, der Ruländer, probiert ihn, er ist wirklich sehr süffig, sehr süß und macht keine Kopfschmerzen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon ordentlich Hunger. Deswegen haben wir uns dann auch schnellen Schrittes beeilt, tatsächlich zum Weingut zu kommen, um auch pünktlich für unseren Tisch da zu sein. Das war es jetzt dann auch schon fast mit dem Video. Ich war die letzten 2 Wochen eigentlich auch krank. Ich hoffe, das mit dem Voice-Over war trotzdem in Ordnung. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei, anzugucken, was wir so gegessen haben. Das war jetzt unsere kleine, aber feine Wanderung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.